zurück zu Diablo Immortal. Identifikator steht hier auch. Wir sind gerade hier. Wir haben mit dem Truppenanführer gesprochen. Der hat uns hier einfach irgendwie Schloss Zyranga. Da waren wir einmal, als hier irgendwie was neu kam. Wir suchen hier nebenbei irgendwie in der Plünderung. Da, ja, das wird wahrscheinlich 100 Jahre noch dauern. Ja, da scheint niemand dazu zu kommen. Dann könnten wir ja vielleicht mal irgendwelche Leute hier einladen. Keine Ahnung, ob die mitkommen. Dass wir hier einmal allen eine Einladung geschickt haben, die hier noch so drinstehen bei mir. Ja, vielleicht wird es dann was. Aber nebenbei gucken wir mal, was hier los ist. Alles ist in Arbeit. Ich zeige es euch. Gibt es Anzeichen für die hungrigen Toten oder die grünen Sporenwolken? Ich hatte ein paar Scharmützel mit den Toten, aber nicht wie damals. Jetzt konnte ich nicht weiterlesen. Die reden einfach zu schnell. Die reden dann auch nicht mal. Ahnentisch. Das ist bestimmt für diese Ahnensache. Jetzt habe ich die weggepackt. Es hängt mit dem Schloss zusammen und den Waffen derjenigen, die dort gestorben sind. Das weiß ich einfach. Nutze sie und verstärkt eure Truppen. Truppe. Wertet den Ahnentisch auf. Okay. Tippen, um Ahnentisch zu verbessern. 300 haben wir zufällig gerade genau passend. Die Kraft in der Luft hier, sie ist stärker als sofort. Ein gutes Zeichen. Achso. Keine Ahneneigenschaft ausgewählt. Ausgerüstete Beschwörung. Ruft Blitze hervor, die Gegner in der Nähe treffen und sie bewegungsunfähig machen. Derzeit keine Beschwörung ausgerüstet. Das heißt, ich müsste da vielleicht tatsächlich mal die doch mitnehmen und damit mal herkommen. Ich check's noch nicht so ganz. Es gibt noch vieles, was wir nicht über diesen Ort wissen. Das sollten wir ändern. Folgt mir. Gehen wir auf die Suche. Plünderungen nehmen wir jetzt hier 3. Ich glaube, es wird immer mal wieder einer mehr, dann mal wieder einer weniger, genau. Gleich durch diese Halle. Das heißt, ich muss hier durchgehen. Säubert die Tiefen. Okay, betreten. Mitglieder 1 bis 8. Dynamisch. Ja, dann machen wir das doch mal. Ihr könnt immer nur in einer Instanz gleichzeitig sein. Wollt ihr die Angst von... ja... Ja, das sieht wohl schwierig aus, ne? Oi. Wow. Kommt der denn auf einmal her? Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Wie ein Lillerner steht. Ahnwaffe, liegt hier einfach eine Ahnwaffe rum? What? Das scheint ein cooler Ort zu sein. Was wolltest du's? Achso, wir hätten einfach nur mit ihm reden brauchen, einmal da reingucken und gar nicht reingehen müssen. Liefert eine Ahnenwaffe ab und schaltet die Macht des Ahnentisches frei. Ersetzen. Gewährt einen temporären Schild. Was hatten wir hier? Die Spitze, wo die Gegner in der Nähe treffen, sie Bewegung und Bewegung. Okay. 2 Vitalität runter, 2 dies, 2 das. So, je stärker. Jetzt habe ich es. Ich kann das nicht lesen. Kann ich hier nicht mehr einsetzen? Muss ich das erst aufwerten, damit das geht? Aha, okay, so wähle ich das aus. Ich wollte mit ihm sprechen. Da. Es ist schon spät. Ihr solltet euch ein Zimmer aussuchen. Ein wenig Schimmel hier und da, aber wenigstens sind sie sicher. Ich zeige es euch, okay. Tippen, um die Zonenkarte zu öffnen. Insgesamt gibt es 8 Räume hier. Habt ihr stets einen Platz für euch? Das sind wahrscheinlich diese hier. Hier 2, 2, 2, 2 sind 8. Okay, muss ich da jetzt hingehen? Wählt einen Raum. Was können die denn? Was können die denn? Trainingsraum frei. Räume verwalten. Hä? Krankenstation, Unterstützer, Gefallene verbindet, werden 15% schneller wiederbelebt, verursacht Schaden um 3,5 erhöht. Kritische Treffer erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit von Verbündeten in der Nähe. Apotheke ist, wenn ich einen Heiltrank verwendet, stellen Verbündete auch wieder was her. Okay, Arbeitszimmer, der Schaden aller Truppen wird verringert. Erlittener Schaden reduziert, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Blockchance erhöht. Arsenal, das würde ich ganz gerne auswählen. Mit 3,5% mehr Schaden. Jetzt müssen wir also hier hin. Mein Zimmer. Okay. Hey, na sieh mal einer an. Die Truppe ist ganz schön weit gekommen. Ist das so? Wir schlagen uns besser, als ich erwartet hätte. Truppenmenü. Ich habe doch noch gar nicht so richtig was gemacht. Wenn ihr einen eindrucksvollen Dämonen tötet, solltet ihr einen eindrucksvollen irgendwas. Überreste verwalten. Überreste verwalten. Falls ihr Überreste im Schloss findet, lagert sie hier. Die gesamte Truppe wird von ihnen profitieren.
zum Schließen tippen. Das heißt, hier könnten theoretisch, kann ich hier allen Leuten, irgendwem kann ich irgendwas zuweisen. Hier, Bewegungsgeschwindigkeit, guck mal, kann ich das hier irgendwem geben? Erlittener Schaden um 3,5% reduziert. Ich weiß gar nicht, was das für Leute sind alles. Ich pack die einfach mal da rein. Die sind dann wahrscheinlich nie dabei. Weil einfach keiner online ist. Aber ich weise hier einfach mal zu. Blockchance. 3 Monate offline. 3 Monate offline. Das ist halt eine super gute Truppe, ne? Wenn einfach alle Leute immer offline sind. Kommt. Irgendwer kriegt immer irgendwas. Der hat noch nichts. Und hier können wir noch... Okay, mehr Leute gibt es nicht. Trainingsraum kann nicht. Angriffsgeschwindigkeiten von Verbündeten in der Nähe. Meine Güte. Soll die Tiefen, um Überreste zu entdecken. Das ist eigentlich schon ganz cool. Soweit ich weiß, hat niemand dieses alte Schloss jemals für gute Zwecke verwendet. Es ist an der Zeit, das zu ändern. Warum versammelt ihr nicht eure Truppe und testet eure Waffen an ein paar Dämonen aus? Das hätte ich auch getan, wenn ihr es nicht vorgeschlagen hättet. Zu Recht. Ich werde in den Hallen auf die guten Neuigkeiten warten. Besiegt den Reliquarboss mit eurer Truppe. Ja, traumhaft. Ich habe ja gar keine richtige Truppe. Also ich würde mir ja eine suchen, aber ich bin ja auch so unregelmäßig online, dass ich jetzt so schlecht sagen kann, okay, ich mache das jetzt, weil wegen lohnt sich. Okay, Zauberer bekommen. Ja, ich fürchte, hier wird es nicht viel besser werden. Gucken wir mal, ob wir das alleine schaffen. Dann gehen wir halt mal leider da raus. Achso, kann ich das auch nicht? Doch, kann ich alleine rein, ne? Beitrittsregeln, Truppe. Kommt ja keiner mit, ist ja keiner da. Die sind alle schon seit Monaten nicht mehr da. Mal sehen, wie das so wird. Heilige Schatzkammer der Unsterblichen erhalten. Okay, Einführung zu Säubert die Tiefen. Erkundet die Tiefen von Syranga, sammelt Hungermark. Beschwört uralte Übel. Übersicht erstens, ja. Erkündet die drei Flügel von Schloss Syranga, sucht und tötet gebundene Wächter, um Hungermark zu erhalten. Beschwört mit Hilfe von Hungermark ein uraltes Übel am verfluchten Altar, um euren Fortschritt abzuschließen. Das heißt, wenn wir das vorher alles sammeln, wird es nichts nützen, wenn wir am Ende den Dicken nicht besiegen. Besiegt gebundene Wächter, Monster, öffnet abgenutzte Truhe. Okay. Hungermark wird verwendet, um die Geister uralter Helden zu rufen, die an Schloss Syranga gebunden sind. Erhaltet Hungermark, indem ihr in jedem Flügel des Schlosses gebundene Wächter tötet, die Geister, die das Schloss heimsuchen, besiegt oder indem ihr abgenutzte Truhen öffnet. Okay. Abgenutzte Truhen, gebundene Wächter, uralte Übel. Okay, in jedem Durchgang von Säubert die Tiefen erhaltet ihr Überreste, die in den Spielerräumen von Syranga platziert werden können. Erhaltet Überreste, indem ihr abgenutzte Truhen öffnet oder... Okay, das haben wir schon, ne? Die haben verfluchten Alltag. Weiter geht's nicht. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, was mich hier erwartet. Vielleicht sterben wir gleich. Was ist hier? Türen öffnen. Was ist da in der Mitte? Ist das da der Altar? Sind hier schon Gegner? Verfluchter Altar. Legt Hungermarken auf den verfluchten Altar. Okay, damit können wir dann die rufen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Gehen wir mal in irgendeine Tür. Oh, findet irgendwen? Findet einen gebundenen Wächter. Okay. Erstmal finden wir hier ganz viele Viecher. Dann können wir ein bisschen was mitnehmen. Dynamische Schwierigkeit ist das hier. Das heißt, wenn ich alleine reingehe, ist es am leichtesten. Wenn man zu zweit reingeht, ist es wahrscheinlich schätzungsweise doppelt so schwer. Das sieht doch eine Ruhe aus. Kugel nehmen wir mit. Das Gold sammeln wir hier einfach. Und die abgenutzte Truhe öffnen wir. Durchbohrendes Signet. Okay, gucken wir mal gegenüber rein. Lass mich da rausgehen. Ich bin wieder da. Schau dich hier einfach an. Was ist das da? Noch eine abgenutzte Truhe. Okay. Stola, Ritualklinge, okay, okay, ja, ein bisschen was nebenbei sammeln ist gut, aber ich dachte, wir kriegen hier diese Hungermark und das hatte ich irgendwie grün jetzt abgespeichert, dass das grün sein soll oder so. Noch ein Schloss, Heilzügel. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein XP, das nehmen wir auch direkt mit. Lohnt sich ja kaum, wenn hier nur ein paar einzelne Gegner sind. Aber besser als nix. Hier kommen ja wohl hoffentlich noch mehr.
Okay, wir gehen ja gleich in den Rücken zurück. Was ist das hier noch? The balance is preserved. Okay, lass uns mitnehmen. Gegner einfrieren. Blitze ausgerüstet. Ja, jetzt läuft uns hier die Zeit vom XP weg, wa? Aber den Weg gehen wir nochmal gut. Natürlich. Auch Ende. Ende, aber noch eine Truhe. Okay. Ist jetzt fast schon irgendwie, ja, XP ist vorbei jetzt, ne? Sehr schade. Wir hätten wahrscheinlich einfach auf die Tür hier zugehen sollen und da den ganzen Raum irgendwie... Rüstkammer. Erloschene Feuerschale. Da können wir mal nicht so sprechen. Dann kommt hier einiges raus. Damit wir hier Feuer wieder anmachen können, scheinbar. Der Raum wurde vom Bösen befreit und Dunkelheit weicht zurück. Die and rot. Ich finde, das ist hier sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem ist es mal wieder was Neues, sonst hat man gefühlt die ganze Zeit das Gleiche zu tun. Ist dann irgendwie auch ein bisschen öde. Und ich denke dann bei den Folgen auch immer, wenn ihr hier so zuguckt, ja, okay, mein Paragon-Level steigt so ein bisschen. Aber wir sehen immer gar nichts Neues. Es ist die ganze Zeit das Gleiche, die typischen Doings und so. Ich meine, das ist ja so ein bisschen was, worauf das Spiel auch einfach aufbaut. Aber ich bin da jetzt auch nicht so. Also ich finde jetzt dann ganz viele, oh nein, viele ganz unterschiedlich. Ich habe keine Ahnung. Ist sicherlich auch so. Das ist halt nur mein Gefühl. So, ich habe Diablo früher nie viel gespielt. Also ich habe mal Diablo 3 gespielt. Das gab es gerade im letzten WoW-Jahresabo. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber ansonsten sind ja jetzt nicht so der Pro, die... Leute, die das Spiel spielen, sehen das sicherlich alles anders. Geheilt und immun gegen Schaden. Okay. Aber das hier ist auf jeden Fall jetzt mal was, was wir noch nicht gemacht haben. Noch gar nicht. Was es vorher noch nicht gab mit diesem Schloss Zuranga, das sieht doch aus. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool. Und wenn das immer nur hier eine Kleinigkeit ist, die wir nebenbei mal so ein bisschen machen können, finde ich es eigentlich ziemlich nice, muss ich sagen. So. Weiß jetzt nicht, hier gibt es überall noch Tore, Türen und weiß ich nicht. Okay, also haben wir jetzt mal drei Möglichkeiten. Nehmen wir natürlich die Truhe noch mit. Öffnet die abgenutzte Truhe. Hier ist wieder nichts Grünes drin. Also nichts. Können wir das mal angucken? Wie sieht denn das hier aus? Okay, vor allem, wir sind hier einen Weg gegangen und es gibt hier auch nochmal zwei andere Richtungen. Ja, ich fange mal einfach hier links an, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine Menge hier zu erkunden. Also nicht mal eben kurz, wie ich es gerade noch schon gesagt habe. Aber wenn wir hier durchgehen, müssen wir natürlich jetzt auch einmal alles mitnehmen, sonst macht es ja keinen Sinn. Es lohnt es ja gar nicht, dass wir reingehen, wenn wir gleich wieder aufhören. Dann wird das auf jeden Fall wahrscheinlich ein Doing. Und wir dürfen mal recht erstmal nehmen. Oh, ich sehe es schon, diese fette rote. Können wir den Rest noch machen, wenn wir den getötet haben? Das scheint ja hier ein bisschen das übergeordnete Ziel zu sein. Kugel. Kiste noch mitnehmen. Ich hoffe, wir können den Rest dann halt auch machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, das wird dann auf jeden Fall hier sowas für mehrere Folgen, wie mir scheint. Nicht so mal eben nur in einer. Vor allem, weil im Moment meine Folgen auch leider überall kürzer sind, aber da gibt es dann hoffentlich wenigstens regelmäßig welche. Oh, was Blaues. Das ist wieder so ein Feuerfahnen. Okay, es werde Licht. Eine Tür. Oh Gott, wie viele Türen gibt es denn hier? Meine Güte. In alle Richtungen gibt es hier irgendwas. Was ist das hier für ein... Warum ist hier so ein... Das ist so eine fette Tür. Okay. Die können wir ja aufmachen. Das war hier gerade um die Ecke. Oh, okay. Ich will da raus. Aber wir müssen hier auf jeden Fall bald mal... wiederverwerten. Oder so. Wir müssen bald keinen Platz mehr für nix.
Your grave beckons. Ich würde sagen, eine Heilkugel wäre auch mal wieder nicht schlecht. Kriegen wir glatt zwei. Hier ist noch eine Truhe. Okay, jetzt müssen wir noch mal kurz zurück. Warte mal. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier noch den ganzen Flügel machen. Das sieht aus, als wäre hier Ende. Gehen wir noch mal ganz kurz nach unten. Schauen mal da in die Türen rein. Bevor wir dann hier zu dem dicken Bösen kommen, der, glaube ich, hier gleich oben sein müsste. Also einmal noch hier die drei Türen. Also zwei sind das ja hier Schlafraum. Einmal hier aufmachen. Okay, es geht hier dann noch weiter, als ich dachte, aber nicht so weit, wie ich es richtig sehe. Ja, nur hier zu der Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Und dann einmal die nächste Tür. Dann sind wir hier hoffentlich in diesem kleinen Stück fertig. In dem kleinen Stück vom kleinen Stück im Stück. Das ist ja hier nur. Truhe. Mitnehmen. Oh, das ist hier auf jeden Fall der andersrum Weg zum Dicken, der hier gleich im Eck steht. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Hier kommt natürlich auch nicht mit. Ich hoffe, wir enden den da jetzt nicht gleich schon. Nein, hier lang, bitte hier lang kommen. Komm bitte hier. Okay, kommt der Dicke jetzt schon zu uns? Er ist auf jeden Fall hier am Rotieren, so wie es aussieht. Er bewegt sich. Ja, ich würde sagen, hier machen wir einmal den Cut. Und gleich lernen wir dann den wunderschönen gebundenen Wächter kennen in der nächsten Folge. Also danke euch erstmal fürs Zuschauen. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.